Was ist das? Ha! Ja, das sind Schnupftabakröhrchen. So sehen sie aus. Na, das sind schöne Röhrchen. Handgemacht. Mal was anderes. Heute mal kein Schnupftabak-Review, sondern mal ein Material-Review. Und zwar gucken wir uns heute mal die Schnupfröhrchen an. Handgemachte von der Firma Sniffies. Dort erzähle ich gleich mehr zu. Ich würde sagen, wir starten erstmal. Bis gleich. Der Hinweiskanal meldet sich wieder, jawohl, nicht immer ganz pünktlich. Ja, ich habe Urlaub, da hat man auch viele andere Sachen zu tun. Ja, und zwar wollen wir uns heute mal drum kümmern, um ein neues Produkt. Heute mal kein Schnupftabak, aber wir wollen uns mal um Zubehör zum Schnupftabak kümmern. Und zwar habe ich des Öfteren schon mal gesehen, Mensch, es gibt ja auch die Möglichkeit, so eine Röhrchen. Das heißt, wenn man das Kokain nimmt, dann muss man sich nicht immer einen Geldschein rollen. Nein, ein kleiner Spaß. Natürlich nur zum Schnupftabak benutzen. Und zwar gibt es da eine ganz coole Firma auf Facebook, die ich durch Zufall auch gefunden habe und einfach mal so ein bisschen angeschrieben habe. Und zwar sind das die Firma Sniffies und die machen, das finde ich besonders cool, so richtige Schnupftabak-Unikate machen die. Also Schnupftabak soll ich schon, Schnupfröhrchen-Unikate machen die. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Röhrchen genau an von der Nähe und dann kann ich noch mal ein bisschen was dazu erzählen und wo ihr die bestellen könnt und was das Ganze alles kostet. Und ja, wir gucken uns das erstmal an. So, jetzt muss ich aber erstmal meine neueste Errungenschaft hier, nämlich eine LED-Lampe. Das will ich mich jetzt mal ganz cool ausprobieren. Entschuldigung, wenn ich mich da so schlecht vorbereitet habe. So. Ist das nicht toll? Ja. So, so sehen die Schnupfröhrchen aus. Innen drin ist so ein Metallrohr drin, was außen dann mit Modelliermasse, so ein Acryl, glaube ich, ist es. Gucken wir gleich nochmal genau. Gefertigt ist. Dort, das sind auch, sagen wir mal, Custom-Muster. Ich habe jetzt hier eins in meinen Kanalfarben bestellt. Ganz schick anzusehen, die Teile. Fühlen sich auch toll an in der Hand. Sehr leicht und wie gesagt, halt so schöne Röhrchen. Da passt also eine große Menge hindurch. Ja, dann zeige ich euch am besten mal die Internetadresse davon. Oder den Facebook-Account hier, von denen ihr dann auch anschauen könnt. Also das Ganze nennt sich Sniffies, heißen die. Und dann lese ich euch hier mal so ein bisschen den Text vor. Und zwar handmade via Modelliermasse. Handgemachte Unikate, alle unsere Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt und werden in Handarbeit gefertigt. Leichte Abweichungen in Größe, Form und Farbe sind daher nicht ausgeschlossen. Wir arbeiten jedoch immer sorgfältig und genau, um euch ein perfektes Endergebnis zu liefern. Unsere Sniffies sind biologisch unbedenklich, sauber und lebensmittelecht. Bezahlen könnt ihr mit PayPal oder Überweisung. Muster und Designschutz sowie Copyright liegt Sniffies in deren Produkte, ist eine geschützte Marke. Ja, also das heißt, ihr dürft euch natürlich nicht so nennen. Ja, dort gibt es dann verschiedene Variationen. Ich würde euch raten, ich drehe aber mal die Kamera einmal wieder rum. Ich würde euch aber raten, selber mal Kontakt aufzunehmen und mal zu fragen. So wie ich das jetzt hier rauslesen kann, kosten die pro Stück 10 Euro, Versand ist dann aber mit drin, also inklusive Versand. Das heißt, für einen Zehner bekommt ihr so ein tolles Schnupfröhrchen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum richtigen Test über. Und die sind auch, also ich möchte das mal einmal zeigen, die sind auch wirklich stabil. Das heißt, man kann die auch nicht irgendwie, die zerbrechen auch nicht oder so. Es gibt ja viele, viele Schnupfröhrchen, was ich schon gesehen habe, so mit Staubsauger oder so. Ich finde aber, wenn man so ein Unikat hat und als einziger ist, der das hat, finde ich das eigentlich schon sehr geil. Und deswegen würde ich auf jeden Fall ganz klar diese Dinger auf jeden Fall auch empfehlen, weil ich bin immer so ein Fan von Handarbeit und deswegen mache ich auch ein Review darüber, weil ich finde, sowas sollte man dann auch unterstützen. Finde ich klasse, so ein Teil. Ja, cool. Dann würde ich sagen, probieren wir mal aus. Wir nehmen dazu natürlich die klassische Gletscherprise, ne, was auch sonst. Wir machen das mal von der Hand. Ich mache es normalerweise, macht man es ja vom Tisch. Da ich das jetzt aber nicht so gut zeigen kann, würde ich sagen, machen wir das mal von der Hand aus, dann könnt ihr das mal genau sehen. Also, jetzt macht man sich hier so eine Prise Schnupftabak raus. Und dann macht man sich eine Linie. Und dann macht man das in ein Nasenloch rein und dann... Ich muss dazu sagen, ich muss das Ganze
Noch ein bisschen üben. Wenn ihr Schnupfröhrchen nehmt, ist es so, dass das Schnupftabak doch ein bisschen mehr reinknallt. Meiner Meinung nach, also er kommt tiefer in die Nase rein, da natürlich dann bei feinen Schnupftabaken ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist das eine super Sache und es ist wirklich mal eine andere Erfahrung, den Schnupftabak auch zu genießen. Und wie gesagt, mit so einem Röhrchen, die wirklich auf einen selber abgestimmt sind, wo man ja auch die Wünsche und wie man das halt haben möchte, auch machen kann. Das finde ich ganz klasse. Und deswegen gibt es da von mir wirklich ein großes Lob für und auch herzlichen Dank. Wie gesagt, geht mal auf Facebook, Sniffies eingeben. Ich blende das jetzt diesmal auch wirklich, blende ich das unten nochmal ein, was ihr bei Facebook eingeben müsst. Und dann könnt ihr die nette Dame einmal anschreiben und eure Wünsche dann hinzuposten. Wie gesagt, 10 Euro inklusive Versand. Schlecht ist es nicht. Und wie gesagt, mit den Röhrchen, es ist mal eine andere Erfahrung. Also nutzt es mal ruhig aus. Sind vielleicht ein bisschen teurer als die billigen Schnupfröhrchen, aber dafür habt ihr auch wirklich exklusive Sachen. Ja, das soll es auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge kümmern wir uns natürlich wieder um Schnupftabak. Und ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, denn nun kommt irgendwann doch mal das 100-Abonnenten-Special. Ich weiß, ich bin da schon im Verzug. Eigentlich müsste man sagen, es ist das 124-Abonnenten-Special. Aber dort auf jeden Fall dranbleiben. Es gibt dort auch nochmal was zum Thema Schnupfröhrchen. Also, schaut weiter rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.